Und mich beeindruckt, wie das lateinische Kaiserreich hier noch Thessaloniki hier als Untertan haben kann. Mit dem Größenunterschied. Das ist ja auch Quelle sein. Seignory? Was? Was ist das überhaupt? Das ist keine Ahnung. Junge, du bist die größte deutsche Macht, ne? Natürlich. Und trotzdem wollen sie dich nicht als Kaiser. Ja gut, ich habe ja auch massive Dehnung alles. Die haben Angst vor dir. Die wissen, dass du das Reich vereinigen kannst. Also noch den Bonus jetzt von... Wäre schon geil. Ich will mal Ungarn, komm. Macht eh nichts, aber... Aber den Bonus vom Kaiser jetzt noch würde ich mitnehmen, noch mal so. Das gibt ja noch mal Ja, richtig auch viel. allein Diplo-Bonus, Armee-Bonus und Ja. schon geil, Ich meine, sonst kriegst du ja keinen Bonus, oder? Nee. Nee, es wurde noch nicht eine einzige. hast du nicht auch so eine Mission hier Kaiser werden? Ja, ne? Ja, was kann ich völlig Oder so vergessen? noch so extra Bonus kriegst? Sachsenkrieg. Sachsenkrieg habe ich, da kriege ich ja nochmal so richtig, aber das ist übertrieben. Also erstmal, ich müsste Kriegsstand gegen Bayern von minus 25 haben oder Kaiser sein. Das nächste ist Okay, dann halt klingt. schon, fünf Elektoren müssen nicht wählen, diplomatischer Ruf plus 3 und so. Ah. Klingt jetzt nicht sehr erreichbar in Kürze. Nee, das Problem ist halt immer, ich hab nicht. Ich müsste da, glaube ich, schon mehr diplomatisch machen. Mal die aggressive Expansion vielleicht auch runtergehen lassen. Oh, wir könnten Dortmund angreifen. Da freuen sich denn die Bayern? Nein, Spaß ist am Fußball. Da vielleicht kurz danach noch mal Arnsberg. Mal gucken. So, Norwegen braucht. Nee, brauchst meine Hilfe nicht gut. Die Angelsachsen sind auch dabei. Finde es schön, wie du unten immer noch Wissenstausch anbieten kannst. Na hier die Marokkaner, ja. Für eine 81 Jahre alte Institution. Also das Geld nehme ich gerne, ne? Gut, es sei denn natürlich, ich würde es schaffen, fünf Elektoren zu vassalisieren. Ich meine, das geht. Theoretisch könnte ich das schaffen. Aber, ne, ich glaube, den kompletten rechten Drang meiner Mission werde ich komplett nicht machen können. Weil das teilweise richtig geile Sachen sind. Also, kriegst du mal richtig Punkte dazu. Also richtige Punkte. Ja, das mit Bayern kann ich noch machen. Muss ich. Ja, kriege ich Ansprüche auf ganz Oberschwaben. Gut, es gibt zum Glück nicht wirklich Ansprüche. Gibt einen Haufen Punkte, ja, aber. Gucken wir mal.
Ist ja nicht so, als hätte ich schon genug Ansprüche überall. Ja, Dänemark macht das auch ohne meine Hilfe. So sind die auf einmal verbündet mit Holland. Das Geile ist ja, beim Christenkloppen machen immer alle mit hier. Das ist eine Vereinigung des Christentums. Verstehst du das denn nicht? Frankreich vereint das Christentum. Was machen die überhaupt so lange? Wieso haben die erst plus 7? Eine fucking große Macht, was tun die da unten? Halt. Ja, die Frage ist nur, wo expandierst du bald hin, ne? Naja, noch ist ja noch genug da. Also Andalusien kann ich definitiv gründen. Ja, mach doch endlich mal. Ich bin ja schon dabei. Mach mal schneller. Krieg führen, komm. Ich finde es faszinierend, dass die Schweden noch nicht angegriffen. Achso, Schweden, nee. Warum die Schweden noch nicht angegriffen? Ich finde es auch faszinierend, dass Böhmen keinen Bock auf eine Koalition gegen mich hat. Die haben 109 aggressive Expansionen, Leute. Oh Leo, du bist ein Leid. Der mächtigste Verbündete von Leo hat einfach gesagt, nö. Kein Bock auf Krieg. Wir warten der mächtigste Verbündete. England. Angelsachsen? Kann nicht sein. Doch. Wir sind immer noch verbündet. Wenn sie es abgelehnt hätten. Die sind einfach nicht reingegangen, ne? Nee, die sind nicht reingegangen. Ja, aber sie sind noch verbündet, also können sie es nicht abgelehnt haben. Wurden gar nicht gefragt, ne? Möglicherweise. Achso, vielleicht weil die schon im anderen Krieg sind. Ja. Was Leos noch groß macht? Nee. Was? Hast du gesoffen? Nee. Fick dich doch. Verdammte religiösen Fanatiker. Weißt du doch einfach ordentlich bekehren. Junge Frankreich, was machst du denn? Ey, die wollen mir nicht erzählen, dass sie das nicht schaffen. Die kleinen Popelnationen da. Was? Ich kann Bianca zum General nennen. Was? Ja, ich habe ein Event bekommen. Ich mach's einfach mal und guck, was passiert. So, Moment, ich habe irgendeine Mission abgeschlossen, ich weiß nicht welche. Ah, frommer Start. Ah, oh, ich muss Punkte ausgeben. Hier, gib mir mal Kantilismus plus 1. Kann ich die jetzt wirklich auswählen? Ja, ich habe einen weiblichen General. Läuft. Total. Ich meine, ich werde sie definitiv nicht einsetzen, weil die stirbt mir dann auch, aber... Honky Tong dreht die ganze Geschichte um hier. Ist auch nur so mäßig geil, aber... Ach so, ja. Körper ist nicht so gut, ne? Es ist schon 23, da ist praktisch schon vorbei. Zu alt. Ja, weißt du, wie es ist? Wenn es zweistellig wird, wird es schwierig. Ja. Uff, 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 uff. Nein, das ist nur Spaß. Ich stehe auch auf 12-jährig. Ja. So. Integration, habe ich gehört. Ja. Ist eine schwierige Sache, aber wir machen das jetzt einfach mal. Oder sagst es einfach wie so ein sehr bekannter YouTuber. Gibt dich zu jung. Oh Gott, nein.
auch ein sehr bekannter Philosoph aus dem fränkischen Bereich. Mhm. Nämlich Klaus Kinski, das geht auch. Ne? Boah, Frankreich. Ist das euch nicht peinlich, wie lange ihr hier braucht? Endlich kein Provinz. Geil. Komm ich da überhaupt hin? Nicht so wirklich. So, das ist aber kein. Ne? Nee. Vasall integriert. Slot frei für den nächsten Vasallen. Wo nehme ich den her? Ist alle so weit weg. Die, die wollen, sind halt kacke. Ah, Moment. Hier müssen wir ansetzen. Hier sind wir richtig. Das sind schon vier Provinzen. Also die Monumente sind ja wirklich Golddruckmaschinen, ne? Wieso, was kriegen die bei dir? Teilweise plus 15, plus 0,15. Also, ich wollte gerade schon sagen, plus 15, was zum Fick? Nee, aber ist auch trotzdem viel. Ja, ich bin inzwischen runter auf 0,6 oder so. Also 0,06. 0,05. Ich habe nicht so viele gute Provinzen. Ich bin nur so eine kleine Kleinmacht. Keine große Großmacht. Kann jetzt mein Herr schon langsam mal wirklich sterben? Er ist schon 65. Man muss auch mal wissen, wann man stirbt, wenn man nicht so gut ist. Ja, sehe ich auch so. Also die Frage, kriege ich was von Schleswig? Weil ich habe genau das besetzt, wo ich keine Ansprüche drauf habe. Dänemark sieht das als Heimatprovinz an. Also nehme ich mal an, dass das nichts wird. Scheiße. 112. Kriegen wir eine Telefonnummer. Wieso werden da unsere Provinzen belagert? So zum Fick gehört. Achso, wahrscheinlich, weil das von meinem Vasallen erobert wurde. Ich denke mir schon, warum habe ich den Provinzen in Norwegen? Oh, die könnte ich sogar beanspruchen. Ja, aber keine Festungen da oben. Einfach mal so ein kleines Fleckchen Norwegen gönnen. Ja. Kann man mal so nebenbei machen. Mmh. 8% Beteiligung, da soll doch irgendwas rausspringen für mich. Wo zum Fick ist Mumheim? Ach so, das ist das Irland-Ding. Ja, gut. Das hat natürlich noch Lust, weil. Ja. Ah, Krakau ist mit Böhmen im Krieg und. Ungarn garantiert die Unabhängigkeit, aber. Macht nicht mit, oder wie? Ja, warum nicht? Keine Ahnung warum. Böhmen kann sie trotzdem einfach angreifen. Oder hat. Nee, warte mal. Nee, die haben Thüringen. Hat Bayern Thüringen angegriffen? Ich weiß es nicht. Könnte sein, dass wir es so ausgehebelt haben. Meinst du, die KI ist so schlau? Das heißt schlau, ich meine. Einfaches Angriffsziel. Thüringen hat jetzt halt nur irgendwie eine Provinz oder so.
Ja, es sind ein paar mehr, aber gegen Bayern und ja, ich meine, guck's dir an. Das ist doch nichts. Da ist es natürlich keine Bedrohung. Titten. Kennst du Titten? Die könnten Österreich neu gründen. Wer? Was? Pitten. Pitten? Ne, ich glaube nicht. Warte. Wenn jetzt Österreich erobert ist, ja, die haben ja, die Hauptkultur ist ja Österreich. Stimmt. Ja, aber ich glaube, das wird nichts. Müssen, eventuell bräuchten sie auch Provinzen aus Böhmen, also. Ja. Und Bayern bestimmt schon, oder? Weil Bayern hat sich auch ganz schön da reingefressen, oder? Nee, noch nicht. Aber oh, Wien ist Teil von Böhmen. Ich glaube, Wien wirst du wahrscheinlich brauchen. Ja, ja, definitiv, ja. Dann wird dies wohl nichts werden. Oh, Frankreich hat gewonnen. Wie unerwartet. Mal wieder ein Krieg. Mal sehen, ob ich jetzt gewinne. Nein. Nach langer Zeit. Aber wenn ich jetzt wieder verliere, dann. Kapituliert, dann spielt er nie wieder. Was anderes spielen. Dann spielt er nie wieder mit uns. Ja, dann kann er ja, keine Ahnung, was kannst du spielen? Sizilien kannst du spielen. Ich spiele Hormus denn. Ja, kannst du gleich zuschauen. Hat er seine Ruhe? Ist auch wieder mal. Oder spielt sie Ruhm? Soweit ich weiß, können die das Osmanische Reich gründen. Ich will nichts sagen, aber das könnte ein bisschen dauern. Ich glaube, er müsste da im Zweifel auch durch. Nee, Ungarn nicht mal. Ungarn ist noch nicht so weit. Ich spiele das Almoravidenreich. Ich spiele Frankreich. Da. Nee, Moment, das können wir, das nehmen wir nicht mal an. Hat Peter wieder Expansionsmöglichkeit, wenn du explodierst. Also ich hätte nichts gegen ihn zu wenden. Ja. Nee, aber Krieg gegen Frankreich ist richtig nervig. Weil die ganzen Vasallen da, die spammen dort in alle Truppen, Mann, wenn du die angreifst. Deswegen greift auch keiner die an. Nicht ein Nachbarland hat bis jetzt Krieg gegen Frankreich gemacht. Ja, weil es einfach so mächtig ist, ich meine. Ja. Platz 2. Was willst du machen? Deswegen hatte ich auch, wo wir Extended Timeline gespielt haben, wo ich die als Verbündete hatte, meine Ruhe gehabt. Also. Da geht keiner ran. Ach nein, scheiße. Vorne zurück, ich muss erst jemanden beleidigen. Dann kann ich den Papstbeziehungen verbessern machen. Papst. Sizilien kann Italien vielleicht gründen. Jetzt sehen wir in Italien. Naja gut, da werden sie ziemlich oft im Krieg gegen den Kaiser sein, ne? Ich weiß nicht, wie weit geht denn das Kaiserreich aktuell? Ja, aber kommt ja später noch das Ding. Ach, der